Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Andacht am Sonntag Reminiscere, dem zweiten Sonntag in der Fastenzeit. Er ist benannt nach dem Beginn eines Psalms, der übersetzt heißt Gedenke oder Erinnere. Erinnerungen prägen unser ganzes Leben. Aber wie ist das eigentlich beim Glauben? Wissen Sie noch, wann das begonnen hat mit Ihrem Glauben? Ich bin ehrlich, ich weiß das gar nicht mehr, weil es sich sagen könnte, an diesem Zeitpunkt war es, da ist mir der Weg mit Jesus als mein Weg aufgegangen. Vom Gefühl her würde ich sagen, irgendwie war da schon immer was, das mich glauben ließ. Da sind vor allen Dingen aber viele Erinnerungen. Erinnerungen an Begebnisse, an Begegnungen, an Erlebnisse, große wie kleine, die mich geprägt haben. Erinnerungen an den Weg, den dieser Glaube in mir genommen hat, um zu werden, was er heute ist. Ich denke daran, dass unsere Mutter mit uns Kindern abends vor dem Schlafengehen ein Abendgebet gesprochen hat. Sie hat damit etwas ganz Wichtiges getan. Mir gezeigt, da ist einer, selbst dann, wenn ich niemanden sehe. Einer, an den ich mich wenden kann. Ich höre in meinen Erinnerungen unseren alten Pastor in der Kirche. Er hat eine tolle Stimme. Und gerade die gesungene Liturgie war durch ihn etwas ganz Besonderes, etwas Feierliches. Mir hat sein Gesang gezeigt, Glaube bedeutet auch, Gott zu feiern. Damals in dieser getragenen Form. Und bis heute liebe ich sie. Sie ist für mich nach wie vor etwas, das mein Verständnis von Gottesdienstgestaltung prägt. Reicher ist mein Glaube auch geworden durch Begegnungen mit Menschen anderer Konfessionen und Religionen. Vor allem die Begegnungen mit katholischen Ordensleuten sind da wichtig gewesen. Dort habe ich durch das Kennenlernen der Beichte den Gott erlebt, der mich immer neu annimmt, der mich nicht aufgibt. Ich lernte den Glauben an Maria, die Gottesmutter, kennen und fand mich während einer Reise unversehens in einer göttlichen Liturgie der orthodoxen Kirche wieder. Ich merkte gar nicht, dass ich über 2 Stunden in der Kirche gestanden hatte und dieser Musik gelauscht habe. Ich habe sie nicht verstanden, aber die Gesänge haben mich geprägt, begleitet bis heute und mir eine Weite und Tiefe des Glaubens im Herzen aufgeschlossen, die mich bis heute überwältigt. Da waren auch Begegnungen mit buddhistischen Mönchen im Kloster in Hannover, mit einem sehr beeindruckenden Lama und seinem Segen, den er mir gab. Wieder dieses Nicht-Verstehen und doch zu wissen, da hat einer etwas über mich hinaus. Da weiß einer etwas von dem, was mein Dasein übersteigt. Da ist ein Mensch, durch den ich davon erfahre. Und wieder öffnet sich eine andere Tür. Beeindruckend war auch ein junger Moslem aus Albanien, der gerne mal die Bibel sehen wollte. Doch bevor ich sie ihm geben konnte, fragte er nach einem Waschbecken. Ich war irritiert, doch er meinte nur, das ist euer heiliges Buch. Das kann ich nicht einfach so anfassen. Dass mir mal ein Moslem zeigen würde, was eine heilige Schrift auch meinen kann. Sein Handeln hat mir das Wesen unserer Bibel erst recht wertvoll gemacht. Viele Erinnerungen sind das, die bis heute von dem erzählen, was und wer mich geprägt hat in meinem Glauben. Erinnerungen, die wichtig waren für meinen Weg. Erinnere, heißt der Sonntag heute, an das Reicherwerden des Glaubens, an das Ringen um ihn, an die vielen Farben, die er angenommen hat, an die Fragen, die ich immer wieder für mich klären musste, um klarer zu fassen, was ich glaube, wenn ich sage, ich glaube. Die Menschen, von denen die heutige kurze Begebenheit im Johannesevangelium erzählt, werden die Frage nach dem Beginn ihres Glaubens genau beantworten können. Dort heißt es im 8. Kapitel, Jesus sprach zu den Menschen, der mich beauftragt hat,
ist die Wahrheit selbst. Und ich sage der Welt das weiter, was ich von ihm gehört habe. Sie verstanden aber nicht, was er zu ihnen vom Vater sprach. Deshalb sagte Jesus zu ihnen, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr begreifen, dass ich es bin. Ihr werdet auch erkennen, dass ich nichts von mir aus tue. Vielmehr sage ich das, was der Vater mich gelehrt hat. Und der, der mich beauftragt hat, steht mir zur Seite. Er lässt mich nicht allein, denn ich tue stets, was ihm gefällt. Als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Diese Leute wissen, wann es begann. Sie hatten Jesus direkt vor Augen gehabt. Sie hörten ihn nicht nur, sie sahen, wie er war. Sie konnten erleben, wie seine ganze Art nur untermauerte, was er sagte. Sie konnten sagen, wir haben Jesus gesehen. Wir Heutigen können das nicht. Darum sind die Erinnerungen an Begegnungen mit anderen Menschen des Glaubens für uns so wertvoll, so kostbar. Das Gehörte, das Gelesene bedarf der Konkretion im Alltag. Dort muss es sichtbar werden. Erinnere, heißt der Tag darum heute, dass wir nach den Momenten suchen, an denen unser Glaube seine Impulse bekam, um zu wachsen und lebendig zu bleiben. Dass wir die Augenblicke hüten, in denen das gehörte und gelesene Wort, der Gedanke reale Gestalt wurde. Und wir nie vergessen, was uns trägt. Auch dazu lädt die Fastenzeit ein, uns selber auf der Spur zu bleiben und die Erinnerungen wachzuhalten. Glaube lebt vom Erleben. Glaube lebt vom Erfahren. Er lebt von den Begegnungen mit anderen Menschen in Aneignung und Auseinandersetzung. Er lebt eben auch aus dem, was wir in uns tragen. So wie die Menschen damals die Erinnerungen an die Begegnung mit Jesus in sich bewahrten, so tritt Jesus auch heute durch andere Menschen und Ereignisse an uns heran und er zeigt uns, das heißt es, wenn du glaubst. Dann kann mir auch ein Moslem zeigen, wie kostbar das Buch ist, das mir von Gott erzählt. Und auch das schlichte Vertrauen einer Nonne, die mir immer wieder sagte, Junge, ich habe dich bei der Gottesmutter, mag mir auch mein eigenes Vertrauen stärken, dass da mehr ist, als ich sehe. Jeder hat da sein eigenes, ganz bunt gefülltes Schatzkästchen. Und damit dies nicht zustaubt, muss man es immer wieder anschauen. Manchmal auch sortieren, manches austauschen. Nicht jede Erinnerung trägt für immer. Manches dann auch neu hineinlassen, damit am Ende steht, ich erinnere mich an all das, was mich trägt. Ich weiß aus all diesem Erleben, ja, Gott ist. Ich glaube mich auch durch diese Zeit hin zum Karfreitag bis zum leeren Grab. Amen. Lassen Sie uns beten. Guter Gott, ein weiser Mann hat einmal erkannt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Diese Ruhe suchen viele Menschen. Dieses Sein in dir kann unser Leben ruhig und sicher machen. Auch in und jenseits all dessen, was an Unwägbarkeiten im Alltag ist und noch kommt. So hilf uns, zu dir zu finden. Schicke uns Menschen, die uns gut tun. Führe uns in Begegnungen, die uns sicher machen oder die uns heilsam verunsichern. Schenke uns Ereignisse, die uns immer neu zeigen, du bist da, egal was kommt, egal wie es ist. Lass Erinnerungen in uns bleiben, die wir abrufen können. Und wenn es mal hart auf hart kommt, dann mach sie besonders groß. Erinnerungen, die uns versichern, wenn wir unsicher sind. So bitten wir dich für alle Menschen auf der Suche nach dir, um Halt im Leben und Zuversicht in der Krankheit und Frieden im Sterben.
Lass sie erfahren, dass sie nicht vergebens glauben. Schenke uns Mut zu tun, was Not ist, um die Not dieser Welt zu lindern. Wehre aller Dummheit und Ignoranz. Bewahre uns vor der Rechthaberei der anderen und auch vor unserer eigenen. Schenke denen, die uns regieren, Weisheit bei ihren Entscheidungen und uns allen die Ruhe eines Lebens in dir, getragen von so vielen Erinnerungen, die zeigen, du bist da, immer. So beten wir, wie uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne sie Gott in der kommenden Zeit. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden. Amen. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am kommenden Sonntag zur nächsten Online-Andacht wieder. Bleiben Sie bis dahin behütet, genießen Sie die Zeit und auf Wiedersehen.